Ein herzerfrisches Gugu an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendave und weiter geht's mit Let's Play Far Cry 2. Wir sind jetzt hier wieder in der Stadt und machen gleich wieder die nächste APR-Mission. Nachdem wir in der letzten Folge wirklich viel von Afrika zu sehen bekommen haben, eigentlich mehr als mir lieb war, irgendwie ist meine Stimme immer noch nicht so ganz, wie sie sein sollte. Also ich muss mich wirklich extrem oft räuspern, das muss ich nun mal nicht. Aber vielleicht muss ich auch noch ein bisschen mehr trinken. Ich meine, ich habe mir jetzt nur einen Kaffee gegönnt. Weil ich bin so einer, ohne Kaffee geht bei mir in der Früh nichts. Und deswegen... Kleinen Moment. Keine Waffen. Arme ausstrecken. Ja, hier, du darfst sogar meinen Zünderle haben. Schenke ich dir sogar, wenn du willst. Darfst du behalten. Weil du auch so ein tolles Hemd an hast. Was? Mein Gott. Speichern brauchen wir eigentlich nicht, haben wir ja vorher erst. Verbandskasten auffüllen, glaube ich, müssen wir. Nee, auch nicht, gut. Nicht in der Lage, einen Krieg mit einem anderen Land anzufangen. Wer redet denn von Krieg, Mr. Green? Unser Freund ist zurück. Vielleicht helfen Sie uns, das hier endgültig zu beenden. Warum das denn? Ah, ich kenne Sie. Sie sind schwer zu vergessen. Ja, du hast mich auch erst vor knapp einem Tag wieder gesehen. Der eine große Pipeline stilllegt. Bantube verkauft Trinkwasser an unsere Nachbarn. Die UFLL darf nicht vom Leid unserer Leute profitieren. Die Pipeline wird einen kompletten Systemausfall haben. Und zwar bald. Selbstverständlich haben wir mit sowas nichts zu tun. Ein unabhängiger Söldner muss das erledigen. Am anfälligsten ist die Leitung bei der Baustelle. Vom See aus, etwa 200 Meter landeinwärts. Aber gehen Sie zuerst zur Temo Diamantenmine und holen Sie sich etwas TNT. Die Mine liegt auf feindlichem Gebiet. Das wird keine einfache Mission. Sagst du immer und trotzdem schaffe ich es. Besorgt. Er denkt an die Menschen, die das Wasser brauchen. Aber wir sind im Krieg. Leid ist leider unvermeidlich. Es ist für ein höheres Ziel, für ein stärkeres Afrika. Ja, aber die ganzen Zivilisten haben ja dann auch kein Trinkwasser mehr, Kollege. Also irgendwie ist sein Plan auch lückenhaft. Sprengstoff in der Sprenghütte bei der Diamantenmine und die Zielpipeline bei der Baustelle. Viel Glück. Ja, dann gibt mal her den Lachs. Macht euch bereit. Und ich würde mit dem Schlimmsten rechnen. Gut. Mal gucken, was unser Kamerad dazu sagt. Wahrscheinlich nichts Positives. Es sei denn, ihm ist es egal. Glaube ich allerdings nicht. Wo müssen wir denn da wieder hin? Okay, da wäre es jetzt schon fast besser, wenn man da zum Busdepot fährt. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Na, Kamerad, wann rufst du denn an? Mal rufst du doch immer bei sowas an. Dieses Mal nicht. Okay, dieses Mal anscheinend nicht. Aber ich bin ja voll falsch gefahren, ich Depp, ey. Ich hab grad gar nicht auf die Karte geguckt. Ich war nur so darauf fixiert, dass unser Kamerad gleich anruft. Aber okay, wenn er halt nicht will. Wahrscheinlich hat er wieder Stress mit seinem Anbieter. Und da seine Flat nicht bezahlen. Nee, Quatsch. Was? Nehmen wir schon wieder 4 Minuten auf? Das kann ja gar nicht sein, oder? Ich habe wieder nicht wirklich geguckt, wann ich aufgenommen habe. Ja genau, hier waren wir hin. Dann speichert das Spiel gleich wieder automatisch, das ist auch sehr gut. Ah, erstmal stricken, so. Ja, speichern wir nochmal, kann ja nicht schaden. Okay, also anscheinend bietet unser Kamerad keinen anderen alternativen Lösungsweg an. Beziehungsweise wahrscheinlich erst, wenn wir den Sprengstoff haben. Moment mal, warum sollten wir auf der Straße fahren? Wenn wir hier hinten querfeldein einfahren können.
Dann sparen wir uns die ganze Strecke. Das war mal wieder ein sehr schlauer Schachzug von mir. Weil eben mit so einem Strandbuggy oder so einem Geländebuggy geht es wirklich ziemlich fix. Wow. Irgendwas habe ich gerade überfahren, aber ich weiß nicht was. Aber es hat sich nicht cool angehört. Hat sich wirklich nicht cool angehört. Gibt es wieder so einen Wachposten? Vielleicht können wir den umfahren. Naja, so auf jeden Fall nicht. Wohl, der ist ja hier oben. Nee, da drüben. Na gut, dann fahren wir hier einfach durch. Sieht ein bisschen so aus, als ob hier mal ein Fluss gewesen ist. Oder? Nee, doch nicht. Oh Mann, ich muss wirklich immer gegen so einen kleinen Mini-Baum fahren. Das ist so schlimm. Wo ist denn hier die Straße? Muss doch hier irgendwo sein, Alter. Wahrscheinlich hier irgendwo, oder? Ist hier keine Straße? Doch, hier. Wahrscheinlich geht es mal wieder in der Mine übelst ab. Achso, er hat ja gesagt, die Mine ist auf Feindgebiet. Also ich bin schon mal vorbereitet. Jungs und Mädels, ne? Ich bin jetzt hier. Gut, den Scharfschützen haben wir schon mal erledigt, das ist ganz gut. Oh, holy shit, oh, holy shit, oh, holy shit. Vor allem, jetzt wo es noch dunkel wird, sieht man die Leute halt nicht so leicht. Oh, das war Munitionslager. Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt, aber cool, dass es funktioniert hat. Hier keine Munition mehr für die AK. Ich glaube, wir sollten mal die Fusi wechseln. Und uns dringend Munition holen. Hier höre ich welche irgendwo. Oder? Doch. Ich war mir nicht ganz sicher. Das könnte ja auch nur irgendwie so anderes Hintergrundgeräusch gewesen sein, aber ich hatte doch gerade nicht gedacht. Also Leute, man sieht es auch in solchen Spielen, also jetzt so Singleplayer-Spielen, das ist wirklich vorteilhaft, wenn man sich ein Headset holt, also man hört die Leute, man kann sich somit wirklich einen Vorteil verschaffen. Ja, das ist wesentlich anders da, wie bei so Lautsprechern oder halt so Boxen. Ganz ehrlich, scheiß auf Boxen, holt euch ein Headset, selbst wenn es nur ein billiges Headset ist. Kann ja nur so 15, 20 Euro kosten. Es muss ja nicht gleich so ein mega fettes Gaming-Headset sein. Mission angenommen? Hä? Was für eine Mission? Hä, es ist jetzt... Hä? Die Pipeline bei der Baustelle die zerstören, ne? Aber das war doch gar nicht der Vorschlag von unserem Kameraden, oder doch? Achso, was ruft er an? Nasrin hier. Treffen Sie mich auf dem Hügel beim Zigolodamm. Ist das jetzt so beabsichtigt? Beabsichtigt dich, ja genau. Beabsichtigt, dass du mich erst jetzt anrufst. Wolltest du natürlich nichts von mir wissen, ne? Ja, kann ich verstehen. Wo man hier wieder rumguckt, das ist so krass, wirklich am Arsch von Afrika. So, Kollegen, ich bin hier. Und ihr? Oh, da ist auch einer, ich hab den schon gehört. War das ein Header? Ich glaube ja. Ich bin getroffen!
Oh, die haben hier schon eine ganz schöne geile Hütte. Oder überhaupt eine geile Basis hier aufgebaut. Ey, dafür messe ich dich jetzt. Ja, das hast du jetzt davon, Kollege. Dass du mich Bastard genannt hast. Ich bin ein eheliches Kind, ja? Davon kannst du aber mal stark ausgehen. So. Munition nehmen wir auch wieder mit. Es wäre schon fast eine Schande, sie hier liegen zu lassen. Aber wo ist hier das Munitionslager? Hier vielleicht irgendwo? Alter, der Zünder, ne? Der regt ein bisschen auf, wenn man den die ganze Zeit in der Hand hält. Hier vielleicht? Nee. Dann wird es wahrscheinlich wieder nur so ein Verbandskasten sein. Aber selbst... Ich weiß nicht mal, wo der ist, also. Egal, was hast denn du für ein fettes Gerät? Achso, das Maschine. Nee, dann vielleicht doch lieber bei dem hier. Ach, hier ist das Munitionslager. Können wir gleich mal noch mitnehmen. Weiß allerdings nicht, was für ein Munitionstyp das sein soll. Und irgendwo ist hier wieder ein Diamant, aber den will ich jetzt nicht wirklich einsammeln. So gut. Wir müssen aus der Karte rausfahren, oder wie sehe ich das? Hey, meine Stimme. Ja, ich muss jetzt mal kurz was trinken, es tut mir wirklich leid. Aber ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser geht. So. Na, da. Ich will doch nur eine nächtliche Spritze zu machen. Und du vergeigst es mir natürlich wieder. Aber wie schnell so ein Fahrzeug wieder im Arsch ist, ne? Das ist einfach der Wahnsinn. Ich glaube, wir haben die Folge eh bald wieder rum. Muss man da wirklich aus der Karte rausfahren? Achso, nee, nur aus dem Kartenabschnitt. Achso, gut. Ich dachte, man kommt da wieder in eine ganz andere Gegend. Aber ja, wir haben einen Großteil von Far Cry 2 schon geschafft. Also... Oh, doch. Na gut, wir gehen jetzt aber auch schon knapp auf die 30 Parts zu. Aber wenn man jetzt mal so überlegt, früher, da gab es ja noch ein Zeitlimit, also ein Videolimit von 10 Minuten. Heute kannst du ja schon über Stunden hochladen. Also man kann ja schon Stundenvideos hochladen. Das ist einfach brutal. 24 Stunden Video, weiß ich nicht. 100 Stunden, keine Ahnung. Naja, 100 Stunden vielleicht nicht unbedingt, aber ich kann es mir vielleicht vorstellen. Ach so, wir sind hier. Na gut, an die Stelle kann ich mich noch ganz gut erinnern. Wir nehmen jetzt hier noch die Mission an und dann werde ich hier Cut machen wahrscheinlich. Oder? Habe ich noch Zeit? Doch, ich habe sogar noch Zeit. 6 Minuten, glaube ich. Ich weiß, wo das automatische Absperrsystem der Pipeline ist. Es ist im Pumpenhaus am Seeufer. Wenn Sie es abschalten, könnten Sie hier richtig für Wirbel sorgen. Ja, gut. Wenn sie die Pipeline zerstören, wird der Canyon überflutet. Die Mine wird auch überflutet, habt da mal gearbeitet und kennt das Gelände. Gut. Zerstören Sie die Armaturen im Pumpenhaus. Jo, mach ich. So. Was haben wir hier noch? Auch wieder so ein Munitionszeug. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Munitionstyp ist. Wie gesagt, ich kenne mich da doch nicht so gut aus bei dem Spiel. So, wir müssen auf jeden Fall hier runter. Na doch, haben wir hier lang. Da kommt dann gleich noch ein Unterschlupf, den schalten wir vielleicht noch frei. Und in diese Gegend werden wir noch öfters kommen. Das kann ich euch schon mal sagen. Hallo, ich bin hier. They see me rolling. They hating. Die Jungs brauchen Hilfe. Vergesst es, wir müssen die Position halten. Komm her, meine Freunde, ich hab dich schon gesehen, du brauchst dich gar nicht hinterm Haus verstecken und du auch nicht. Kommt nur vor. Der macht's auch halt auch noch, ne?
Ihr wisst ja. Irgendeiner hat sich doch gerade noch in so ein Fahrzeug gesetzt. Ja, da tatsächlich. Jo, gut. Das haben wir noch erfolgreich gemeistert. So, Munitionslager, wo bist du? Ah, da kommt tatsächlich ein Boot. Ne, hier gibt es einen Verbandskasten. Das ist auch nicht so schlimm. Munition haben wir eigentlich noch genug. Wir haben ja eigentlich gar keine verbraten. Ne, haben wir tatsächlich nicht. Gut. Ich habe jetzt übrigens endgültig mein Splinter Cell Conviction Thumbnail fertig. Boah, Alter. Ich saß da wirklich endlange dran, weil dann habe ich eins gemacht, dann hat es mir wieder nicht gefallen und jetzt habe ich mir gestern, glaube ich, noch eins gemacht und das gefällt mir jetzt wirklich, also so werde ich es machen. Also, ich bin sehr zufrieden damit. Nicht so wie mit den anderen, da war ich am Anfang zufrieden und dann nach ein paar Minuten dann schon nicht mehr. Aber das gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich schon sagen. War für euch gefällt es dann auch, aber es dauert ja noch ein bisschen, bis ich Splinter Cell Conviction anfange. Aber es wird definitiv mein nächstes Let's Play sein nach Far Cry 2, das kann ich euch versprechen. Es wird halt dann ein Blind-Projekt, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Alter Mann, wo kommt ihr alle mal her? Vor allem, was macht ihr hier in meinem Unterschlupf? Ich habe euch doch nicht zu einer Hausparty eingeladen oder sowas. Gut, 3 Minuten hätten wir jetzt zwar noch, aber ja, das bringt eigentlich nicht wirklich jetzt hier nochmal weiterzufahren. Ja gut, ich mache jetzt hier an der Stelle einen Schnitt. Die Folge ist halt ein bisschen kürzer, macht ja auch nichts. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.